Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra, Grüß mit dem euch. Anduin. Grüß euch. Ja, ich stehe gerade auf der Mühle. Ich habe zwei, drei Schichten abgetragen, während es geregnet hat. Die muss höher und schlanker werden. Habe ich beschlossen. Ja. Über so einen Teil von unserem Holz habe ich zusammenklappbare Carpenter-Blöcke gebaut. Ich hoffe, dass das der ist, wo man einen Halbblock draus machen kann. Weil ich finde nämlich sonst keinen. Ich möchte nämlich beim Weg, wo wir Halbblöcke drinnen haben, des Höhenübergangs da beim Schotterweg, den würde ich gerne tauschen auf Blöcke, die halt die Textur vom Schotter haben. Und Okay. die einzige Idee, wie ich das schaffen kann, war irgendwann vor einigen Folgen ist das schon her, wo wir das gebaut haben, dass das vielleicht mit Carpenter-Blöcke möglich wäre. Und das probieren wir da jetzt, weil mich stört das jedes Mal, wenn ich da drüber laufe, dass das nicht gleichförmig ausschaut. Schauen wir Okay. mal, ob das geht. Wie schaut denn die aus? Okay. So. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Okay. Okay. Okay, Was? was? Was tun diese Blöcke? Also der ist ja spannend. Okay, was sollten Sie denn tun? Den kann ich, wenn ich mit dem Hammer draufschlage. Dann kannst du den aber wirklich sehr granular die Höhe anpassen. Und zwar pro Okay. Ecke. Ah, okay, so richtig wie eingetäpscht. Ja. Cool. Ne? Ja. So. Das einzige Problem, was ist, zählt nicht das Halbblock, also kannst du wieder nicht normal drüber laufen. Oh, das ist aber blöd. Carpenter habe ich auch mitgenommen. Mal schauen, wie sich der verhält, wenn ich einen Carpenter herstelle. Kann ich den? Okay, mach mal wieder Licht. Ah, okay, der Carpenter ist. Ja, eindeutig. Gut, alles andere weg. Die Höhen verstellbaren hätten wir gar nicht gebraucht. Hast du jetzt recht viele da gemacht von den Ja, die können wir Höhenverstellbaren? sicher mal irgendwo brauchen. Okay. So. Sind die verbrauchen nicht so viel Holz. Das. Okay. So, Schotter oder Kies. Jawohl, ja. Zufrieden? Ja. Ja. Schaut ganz anders aus. Okay. Ja, viel besser. So, da hüpfe ich mal da wieder rüber. Da kommt dann dieser dran. Na, da bin ich jetzt gespannt. Ich beobachte das von höchstem Punkt aus. Was der kleine Anduin macht. Seinen Hämmerchen. Also der Block ist schon cool. So. Ah, ja, viel besser. Sehr schön. Yep. Ist erlaubt. Cool, oder? Jetzt können wir die Kante da brechen.
legen da einen rein. So, und dann haben wir da noch welche. Ja. Sehr schön. Jo, jetzt ist das so wie. Jetzt ist es, wie es gehört. Wie mir das gefällt, ja. Ja, sehr gut. Wo ist die Tibra? Auf. Ah ja, in Schriftzug sehen wir. Im Gebäude da. Na, oberhalb. Oben auf. Aber auf der anderen Seite. Ja, genau. Ja. Gut, dann. Verstauen wir das Zeug wieder, brauchen wir nicht mehr. Ah, jetzt kann ich da drüber laufen, ohne dass ich jedes Mal echte Aggressionen fühle. Das hat dich genervt. Ja. Okay, na, wenn es stört im so optischen ist. Gesamtbild. Das ist, da läuft man drüber und denkt sich immer, das schaut aus. Halb so groß, denke ich mir. Naja, das ist fertig da, da. Bei einer Baustelle ist das was anderes. Aber dort, wo man mal fertig ist. So. Blödsinn. Da will ich das ordentlich haben. Ja. So. Den Hammer werden wir noch verstauen. Ups. So, gefädelt beim so. Hocker. Ich zieh's an unsere Bar. Okay. Soll mir das was sagen? Brauchst du irgendwas? Na, was sollte ich brauchen? Rum, Whisky, Wein. Na, so. So schlimm ist es nicht. Okay, na dann bin ich ja bewegt. Ja. Sehr fein. Eine Schere nehmen wir mal mit. Wir werden jetzt die scharfe Scheren, Wolle farmen. Ich habe aber, wie gesagt, jede Menge Wolle. Die habe ich schon. Ah, die hast du schon? Habe ich schon. Die hier in der Mühle waren. In der Mühle? Na, da im Bauernhaus. Na, ich habe ja 1,5 Stacks Wolle. Ist das ja Wolle? In der Mühle. Ach so, ja, na, da waren auch 1,5 Stacks. Aber wir haben ja genug Schafe. Genau. Ich denke, es ist sowieso warm. Die platzen schon aus dem Gehege. Dafür habe ich gesagt. Könntet ihr bitte weggehen? Ich traue mich da gar nicht aufmachen. Nein, bleib drinnen, Schaf. Zack. Schon bist du nackt. Nackte Schafe. Schäfchen. Mhm. Ah, gib mir deine Wolle. So, ich habe natürlich sicher wieder welche vergessen. Ja, ein bisschen höher mache ich das jetzt. Wenn ich drei habe. Schäfchen, ich gebe dir an die Wolle. Zack. Zack. So. Ich glaube, im echten Leben ist Scharfscheren nicht ganz so einfach. Nein, da braucht es, glaube ich, ziemlicher Kraft. Ja. Ich glaube, schweißtreibende Arbeit. Schweißtreibend. Ja, es war wieder mal ein langer Tag. Noch wo? Da. Sag mal, wächst die schon wieder nach? Das gibt's ja. Ja. Aber tun wir zu schnell, oder? Oh ja, da stehen schon wieder welche. Aber da kommt weniger raus.
stimmt, da kommt meistens dann nur ein raus. So, jetzt werden wir euch ein bisschen dezimieren. Funk! Okay, da hat man recht mit einem Schlag. Aber jetzt. Eigentlich bringt das Dezimieren gar nichts, nur ein bisschen Erfahrung bringt. Ah, doch, da kommt Lammbraten raus. Zumindest habe ich. Ja, doch, Lammkeulen, ja. Oh, Quatsch. So, ich brauche Holz. Ich dachte, die jetzt bei 1,10 hat gegeben. Lammfleisch. Ein bisschen besser. Aber die Hasen gibt es noch nicht, oder? Nein, die Hasen gibt es noch nicht. Durch Mogrescher haben wir einen Hasen. Aber die, ja, die Standard-Maingrift-Hasen gibt es noch nicht. Die kann man aber nicht züchten, ne? Ja. Boah, jetzt gibt es da. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich mit der Schere geschlagen. Sicher ein Banner auf YouTube. Der Tiermisshandler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 7. Du hast da schon wieder Wolle. Ja, Alter. Das sind doch Wollschafe. Jetzt ein Speedwalk durch die Wolle. So, ein schwarzes gehört raus aus der ganzen Anlage. Was? Schwarze Schafe dabei? Zwei, drei, ja, mehrere. Sechs habe ich rinnen lassen und dann lassen wir noch sechs weiße. Okay. Zack. Das ist da weg, der ist weg. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, echt ziemlich. Dann haben wir 3, so. 4. Ah, das ist ja der Große. Nein. Müssen nur 3 weg. 1, 2, 3. So. So. Jetzt haben wir wieder jeweils 3 Bärchen. Schere. Ja, eine Schere habe ich dabei. Wenn ich mir nicht verzählt habe. Dritt. Ei, ich fürchte jetzt doch für die Weiße. 1, 2, 3, 4. Okay. So, sehr nett. So, passt. Jetzt ist mir raus. So, da. Gut, was haben wir noch? Schweinchen. Boah, da rennen auch so viele. Jupp. Die kommen mit Schwert und die laufen mal entgegen. Mhm. Ja. So. Dass sich da nichts mehr anpflanzt von dem Zeug. 2, 4, 6, es wird schon wieder Abend. Die Sonnenuntergänge sind so schön. Ja. Boah, so viel Hunger. So, Sonnenuntergang. Hühnermörder. Mhm. Chicken Run. Mhm. Spielen wir gerade. Was ist das? Die Hühner laufen nicht wirklich. Der Suizidhühner. Stützen sich alle freiwillig in mein Schwert. So, 4, 6. Zwei immer noch weg. Oder 8 Hühner. Ja. Hier wird es wieder mehr. Was haben wir da? Achso, da ist der Kompost. Mhm, die Rinder. Die werden wir, glaube
euch auch. So, also, dass man von den Bäumen alles erwischt, ist, wow, einiges zu tun. Raus. Da ist eine schwarze. So. Jetzt haben wir vier schwarze und vier gepflegte. Die sind sowieso das nächste Mal beim Aufgrillen schauen die wieder aus. Ach so? Ja, glaub schon. Aber das bleibt nicht so, oder was? Aber bei den Schafen schon, bei den Kühen nicht. Ach so. Also wer. Ich finde, die schauen jedes Mal anders aus. Ah, okay. Und ich dachte, die bleiben so, wenn sie mal die Farbe haben. So, aber jetzt sollte ich dann genügend Holz haben. So. Und da auch wieder mal. Dafür kriegt es jetzt alle Futter. Ist relativ. Neukarotten. Die Schweinchen. Die fressen nur Karotten. Und die Karotten, da sind die Karotten. Jawohl. Zack. So, ist da noch was drin? Also Karotten haben fürs Füttern zu wenig. Ja, ich weiß. Da müssen wir nicht da heroben, da werden wir vielleicht unterirdisch mal in der Kleine. So, einsammeln. So, die Hühner gefüttert, die Schweinchen. So, das. Das. So. Schafe essen, glaube ich, jetzt noch. Ja. So. Ihr Kühe kriegt sicher auch Weizen. Ja. So, dann schaue ich, dass ich rüberkomme. Das kann ich hier da schon mitnehmen. So was Dummes.
Ja, das. Dass das Holz ausgegangen war. Schön hin und her. Rauf, 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 die Treppe rauf. Puh. Die R haben wir da herüben. Schmeißen wir da rein. Federn und Leder. So, die Folge ist auch schon wieder um. Ich glaube, das war deine. Ja, stimmt. Boah, ist erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Ein bisschen was macht. Ja, dann hoffe ich, dass es gefallen hat, auch wenn wir noch immer nicht begonnen haben mit dem nächsten Bau. Also die Tibra baut ja schon fleißig, aber ich Naja. habe es irgendwie noch nicht geschafft, dass ich mal beginne. Wenn es euch interessiert, wie es weitergeht in unserem kleinen Dorf, wobei, ja, Dorf ist es ja noch nicht, aber es soll mal ein Es kleines soll Dorf werden. mal eins werden, Dann ja. dreht es wieder auf bei Minecraft, Life in the Woods, Let's Play Together mit Tibra und dem anderen. Bis dahin, Happy Gaming und viel Spaß mit eurer Tierfarm. Ciao! Ciao.